wirklich ist die Geschichte dahinter, was da gemacht worden ist. Also der Abbau, wir haben das gesehen im Film, die harte Arbeit. Und da die Geschichte wirklich aufrecht erhalten zu können, mit allem, was rundherum ist. Und das Silo ist so ein großer Bestandteil vom Ganzen. Wie gesagt, das Ganze miteinander und die Geschichte, was wirklich da gemacht worden ist, das muss erhalten bleiben. Das Ziel ist, dass wir den Hauptstollen durchgehen und da im Nachbarsdorf in Bürken rauskommen. Das haben wir gesucht, den Ausgang, weil das war alles verschüttet. Ja, ich bin die Gastgeberin. Ich habe ursprünglich mal Verkäuferin gelernt. Und die Gäste oder die Kunden, für die da zu sein, finde ich wunderschön. Was für mich auch ganz wichtig ist, das ganze Regionale. Also die regionalen, die Landwirte berücksichtigen. Also die Eier, die kommen vom einen Hof. Mehl kaufe ich da im nächsten Dorf, um Brote zu machen. Der Jura-Park-Käse, das heißt, der ist jetzt der Klickdaler Gourmet-Käse, der gehört immer in das Haus vom Silo. Jetzt immer selbstgemachtes Brot, selbstgemachten Butterzopf, die Marmelade ist selber gemacht, kommt von unseren Bäumen oder vom Nachbarsbaum. Ich mache selber Joghurt mit den Konfitüren, die ich mache. Oder wie die Kirschbäume. Friedal ist bekannt für die Kirschen. Also da muss doch irgendwo die Kirsche irgendwo bei uns auf dem Tisch sein.